So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Drive 4, zu Tobis Träumchen, so eine Art Bonuskapitel mit ganz vielen Hundeleckerlis. Oh ja, und einer Wolke, die ganze Zeit sifft und schifft. Und auch hier kann man nicht sterben. Schön. Ups. Gleich nochmal ausprobieren. Man kann sich ja nie sicher genug sein. So, gut, wir haben hier... Hä? Okay, das Ding muss sich bewegen. Die Wolke da unten hat was zum Befestigen. Das auch. Kann man aber nicht miteinander Ups. Yay, Backen. Kann man nicht miteinander befestigen. Und oben ist tatsächlich noch ein Leckerli an der Kette. Ich weiß aber nicht, wie man so weit hochkommt. Ach, das Spiel fordert meine Hirnzellen. Ich kann das Leckerli auch nicht... Kann ich das vielleicht... Ich kann das rausboxen. Yes. Okay, gut, dann ist das schon mal geklärt. Nächste Sache. Halt. So ist das Tor offen. Okay, entspannt. Zack. So kommt man durch. Okay, hier oben sind nochmal zwei Leckerli. Wir wollen alle Leckerlis. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir wollen alle. Ich glaube, hier in diesem Sammlungsding... ist der irgendwie nicht gelistet. Hüpfknochen. Okay, das gibt mir dann irgendwie ein... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sind so Traumlevel. Ja, das Wasser... Das muss da unten rein. Klare Sache, ja. Klarer Fall von Wasser. Ich habe auch schon eine grobe Idee. So, das da tun wir mal kurz so hin. Weil selbst wenn Wasser hier rüber fließt, da ist eine Kette im Weg. Selbst wenn Wasser da rüber fließt, würde es ja dann hier unten abfließen. Mit der Holzplanke? Nicht. Kriegen wir das überhaupt so weit rüber? Nicht so wirklich. Also. Keine Ahnung, eine Verbindung. So. Obwohl, warte mal. Wenn ich das nur ein bisschen weiter darüber tue. Und jetzt. So ein bisschen Feuerwehrspiel. Ups. Komm, gerade war es doch. Ja, wenn ich springe, dann klappt das. Nee. Es ist nicht kontinuierlich genug. Ich muss noch ein bisschen weiter. Eigentlich höher sogar. So. Ja. Ja. Ach komm, füll dich. Ich weiß nicht, wie hoch ich halten muss. Hier in die Weite.
Jetzt. Oh, die sind stressig. So. Oh, aber es gibt wieder Leckerlis. Oh ja. Pass mal auf. Da gibt's noch mal ein Leckerli. Wir müssen es nur rausschießen. So, 60 haben wir schon. Und da ist der fliegende Groggy, ist es. Groggy. Oh. Was ist jetzt die Frage? Eigentlich will ich dich... Ach so, das zieht die Dinger raus. Ja. Dann entspannt. Also, solange ich draufstehe, bleiben die ja. Und praktischerweise bieten die mir auch hier so eine Haltemöglichkeit. Also, zack, zack. Und dann... Können wir uns wieder hochschieben, so ein bisschen? Aber wir sind zu schwer. So, nee, geht doch. Es. Was ist das denn für ein Rätsel? Okay. Lassen wir durchgehen. Und noch mehr. Da unten sind auch noch zwei. Da kriege ich euch raus. Oh. So, wir können schon die besten Tricks. Wir können sogar da oben dran zerstören irgendwie. Wollte noch eins, wo ich draufstehe. So, wieder zu machen. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Sondern hier. Hier geht's weiter. I mean, sagt ihr es mir? Ich weiß es nicht. Kann hier... Jein. Eine Kiste kann ich nicht drauf platzieren, ne? Nee. Also ich kann das Tor hier öffnen. Naja, ich könnte zack, zack machen. Dann dich nochmal zu. Und ich könnte die Kiste so ein bisschen nach oben bringen. Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Bin ich ehrlich. Ich kann mich so hochboxen. Ach, das kann man rausziehen. Oh. Warte, da muss man das quasi hier hin tun. Zack, zack. Wie weit geht denn das? Nicht so weit, okay. Dann nochmal. Ungefähr... Hier. Zack, zack. Das ist sogar auch noch zu weit. Also hier. Zack, zack. Dann raus. Nee, 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 nee. Na, Ich hab doch gerade keine Kiste gezaubert. Dann zauber ich eine Kiste mit rechts. Aufmachen. Ich befestige den... Kack einfach hier an der Kiste. Rüber. Zack, zack. Dich kann ich nicht plötzlich wegzaubern. So. Eingesperrt. Und hier kann ich dann... Das ergibt Sinn. So. Zack. Zack. Das sind 5, oder? Yes. Ein weiteres episches Abenteuer geht zu Ende. Oh, das war schon. Oder haben wir einiges verpasst? Ups. Ah,
Oh, der arme Hund. Der Traum des jungen Selius hatte den Helden einen Einblick. Okay, Tobis Traum. Wow. Also gerade hier haben wir viel verpasst. Hier 5 und im nächsten Kontrollpunkt 1. Mysteriösen Hund in einen Traum innerhalb eines Traums. Kontrollpunkt. Also gut. Auch das wird unverzüglich nachgeholt. So, zack. Zack, das machen wir aber im Schnelldurchlauf. Da dann hier hoch. Kiste wird nachgezogen. Yes. Das waren 2. Hier oben ist das der 3. Knochen. Dann zaubern wir hier die Kiste. Zack, zack. Zaubern wir die Kiste eher hier, dass wir ein bisschen Spielraum haben. Weil ich habe so das Gefühl. Ja, ich sehe schon. Verdammt. Nochmal. Einmal hoch. Der Knochen ist hier oben. Okay, das passt. Das war der 5er und hier fehlt noch ein Knochen. Ein einzelner. Der ist dann. Hier ist, glaube ich, schon zu weit. Obwohl, vielleicht nicht unbedingt. Also hier drin ist er nicht, ne? Nee. Da oben. Ah, nee. Oh, da hat so gefunkelt. Ich dachte, das wäre der. Hier, dann gucken wir nochmal schnell auf der Karte. 5 von 6 haben wir gefunden. Die Helden folgten einem Mist. 5 von 6. Das sind 1, 2, 3, 4. Und ja, dann zählt das nächste Gebiet. Das sind 5. Also zählt das hier auch noch dazu. Ihr könnt aber nochmal einen Knochen verstecken. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo. Hier unten. Wir gehen mit der Kiste unter. Jawohl. Wenn das Rad sich nicht dreht, es dreht sich immer. Aber wo sich ein Rad dreht, dann dreht sich auch irgendwo ein zweites. Oder so. Warte mal, ich tu mal ein bisschen. Ach, falsch. So. Nee, 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 passt schon. Geht wieder hoch. Bleibt da. Ah, nee, wir können da auch nicht hoch an die Wolke. Also, dass ich hier den Knochen nicht finde, nicht gefunden habe, akzeptiere ich. Ich bin verwirrt. Wo soll denn hier? Okay, wir suchen erstmal kurz die anderen Knochen. Ich krieg Kopfschmerzen davon. 2 fehlen hier. 10 von 12. Die Helden folgten einem mysteriösen. Sind 8.
Wir haben aber tatsächlich noch zwei weitere gefunden. Also zählt auch das nächste Gebiet hier wieder mit dazu. Machen wir einmal kurz auf. So, da bleibst du stehen. Hier sind zwei. Und ab da oben ist schon das nächste Gebiet. Das heißt, da kann man nichts hinsetzen. Obwohl, kann man... Ist das hier nicht auch... Nee, das zählt nicht. Och, warum ist denn das so schwierig? Es ist wirklich heftig, da alles zu finden. Krass. 14 von 29. Die Helden folgt. Genau, das ist schon hier oben. Ist dann zu weit. Und wie es aussieht, geht es dann da links weiter. Jetzt probieren wir es mal. Ja. Und da sind drei groß. Okay, das sind... Ah ja. Wir müssen die drei Kisten effektiv aus dem Weg räumen. Also so. Okay, das war easy. Gut, die haben wir. Die waren easy, die waren super easy. Aber hier 10 von 12. Zwei Knochen noch. Die Helden fanden einen. Oh, das ist heftig. Ich meine... Oh! Ach, das ist mies. Gut, das erklärt auch dann den letzten. Ah, das ist mies. Die Helden folgten einem... Ja. Ein neues Spielzeug. Okay, wunderbar. Dann haben wir aber auch den Traum 100% abgeschlossen. Wunderbar. Und im nächsten Part geht's weiter mit den Mondscheinwäldern. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.